Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du zuhörst. Vor ein paar Wochen, da war ich Gast im Vertriebsfunk-Podcast bei meinem Headhunter-Kollegen Christopher Funk. Der Vertriebsfunk-Podcast von Christopher ist an sich schon sensationell. Wenn du Verkäufer bist, hast du ihn vermutlich sowieso schon abonniert. Wenn noch nicht, ich verlinke dir alles in den Shownotes. Hör da unbedingt rein. Die Episode, bei der ich dabei war, die hat es ganz besonders in sich, denn Christopher Funk hat erfolgreiche Unternehmer und Verkäufer nach ihren ganz persönlichen Learnings gefragt. Und da sind spannende Sachen bei rausgekommen. Und daher habe ich die Folge jetzt für dich hier zum Nachhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Christopher Funk und seinen Gästen. Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Denn heute habe ich mal wieder was Neues für dich. Wir sind rumgegangen und haben sehr erfolgreiche Verkäufer und Unternehmer danach gefragt, was denn so ihre größten Learnings aus und für den Vertrieb sind. Und das ist die Folge, die du heute hörst. Da sind mega spannende Sachen dabei. Also ich habe schon ganz fleißig mitgeschrieben, mir ein eigenes Evernote-Notizblatt dazu gemacht. Ich gebe dir nochmal so ein paar kleine Inputs, damit du ja ein bisschen neugierig wirst und das Ganze auch bis zum Ende hörst. Also es geht sicherlich um das Thema Mindset. Also wie musst du denn dich selber aufstellen und was musst du über das Verkaufen denken? Wir haben jemanden, der nochmal ganz klar auch mit einem sehr tollen Beispiel erklärt, warum das Thema Spezialisierung und Besetzen einer Nische, gut, ich bin ja Headhunter für das Thema Vertrieb, also ich kann das ja auch nur bestätigen, aber warum das so wichtig ist, in einem sehr interessanten Beispiel. Es gibt sehr, sehr spannende Tipps, wie du nicht nur bei Kunden, sondern auch bei Mitarbeitern als Führungskraft eigentlich ohne selber was zu tun, Vertrauen aufbauen kannst. Ja, hört sich super einfach an, ist aber im Detail und das würdest du dann merken, wenn du den Beitrag von Bernd Gerob hörst. Ist ja auch ein alter Bekannter hier im Vertriebsfunk-Podcast. Wirst du schon merken, was ich meine. Es gibt auch ein paar gute Tipps für Startups. Es gibt einen sehr guten Tipp zum Thema Funnel-Denke, also dass man das Ganze immer vom Ende her und dann zurückdenken muss. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend geworden, kurzweilig, also wirklich kurze, knackige Folgen. Ja, also höre ich jetzt mal auf zu reden, wünsche dir viel Spaß dabei, freue mich, wenn du was mitnehmen kannst und dann geht's jetzt los. Hier ist Andrea Patzelt. Ich bin Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Also ich bringe Menschen zusammen, die sich für die besten Automarken der Welt begeistern. Und das ist daher besonders cool, weil ich ganz oft leuchtende Augen sehe. Ein Türöffner, der mir das Rekrutieren leichter macht, das ist mein Podcast, der Premium Jobs Podcast. Heute gerade, da hat er die 250.000 Download-Grenze geknackt und da freue ich mich sehr, weil hier so viel Herzblut drin steckt. Das sind über 130 Folgen mit Bewerbungsrüstzeug. Klar, ist ja ein Karriere-Podcast, doch eigentlich ist das nur am Rande ein Thema. Vielmehr geht es ums Verkaufen, ums Kommunizieren und Verhandeln, ums Führen. Und ein Schwerpunkt ist es, wie du es schaffst, besser auf dich zu schauen, wie du mit Stress umgehst, mit Konflikten, wie du besser schläfst, wie du gut für dich sorgst.
Ich bin überzeugt, du kannst nur glücklich sein in deinem Job, dich um deine Kunden kümmern, exzellente Zahlen schreiben, wenn du auch auf dich schaust. Und deswegen freue ich mich so, dass meine Hörer das auch so sehen. Danke, Chris. Danke, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Du fragst nach meinen Learnings aus dem Verkauf und da fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen habe ich mich mittlerweile extrem klar und spitz positioniert. Es gibt so viele Headhunter, so viele Recruiter, doch meine Methode und Vorgehensweise ist in meiner Branche in dieser Form einzigartig. Ich habe das Netzwerk, die Kontakte, die Expertise ganz speziell für Premium-Autohäuser. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, die Patzelt-Methode. Da habe ich den gesamten Bewerbungsprozess speziell für Autohäuser aufgeschrieben. Ich spreche die Sprache meiner Kunden und ich weiß, was ihnen wichtig ist. Und dann, Punkt 2, dann schaue ich mittlerweile noch mehr, mit wem ich arbeite. Das soll Spaß machen für beide Seiten, es soll leicht gehen, auf Augenhöhe sein und natürlich professionell. Und es geht immer um Menschen. Ich vermittle Kandidaten an Autohäuser und mir ist es wichtig, dass es für beide Seiten passt. Und das dauerhaft, damit das Suchen dann nicht nach ein paar Monaten wieder von vorne anfängt. Und so suche ich nach Kandidaten mit der richtigen Haltung, denn Fachwissen, das reicht ja alleine nicht. Entscheider suchen nach Mitarbeitern mit dem richtigen Fingerspitzengefühl für die manchmal doch sehr speziellen Kunden. Und auf der anderen Seite, da erwarte ich Entscheider, die ihren Mitarbeitern mit Wertschätzung begegnen, die wissen, dass sie sich beim Kandidaten bewerben und nicht umgekehrt und dass sie auch die Visitenkarte ihres Autohauses sind. Und das zeigt sich ganz schnell schon am Anfang des Bewerbungsprozesses. Gerade neulich, da habe ich Feedback von einer Kandidatin bekommen, da hat der Autohauschef es in keiner einzigen von etlichen E-Mails geschafft, ihren Namen richtig zu schreiben. Und der Name, der ist wirklich nicht kompliziert. Die Dame heißt Schmidt und Schmidt mit DT. Umgekehrt habe ich Bewerber, die sich nicht richtig melden können am Telefon, die unpünktlich sind und die Vertragstermine ganz kurzfristig platzen lassen. Also da fehlt es oft an den Basics und daher bin ich hier mittlerweile viel, viel klarer geworden. Es gibt ein paar Spielregeln, die mir für die Zusammenarbeit wichtig sind und wenn das nicht klappt, dann bin ich eben nicht die richtige Rekruterin. Ich mache weniger Kompromisse und ich habe festgestellt, am Ende, da kommen mehr erfolgreiche Placements dabei raus. Und dann ist es wieder für alle Beteiligten stimmig. Also Learning Nummer 1, in der Nische positionieren und auch darüber reden. Und Learning Nummer 2, Schluss mit Kompromissen, finde Kunden, die zu dir passen. Du erreichst mich über meine Website andrea-patzelt.com oder hör einfach rein in meinen Podcast auf allen gängigen Kanälen, auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, wo immer du magst. Viele liebe Grüße, viel Erfolg. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Mein wichtigster Tipp für jeden Verkäufer und Vertriebler ist der gleiche Tipp, den ich auch Führungskräften für die erfolgreichen Mitarbeitergespräche gebe. Der Tipp klingt ganz einfach, der ist aber gar nicht einfach umzusetzen. Und der Tipp lautet: Zuhören. Wirklich zuhören. Und ich meine, mehr zuhören als selbst reden. Und das gilt für die Führungskraft genauso wie für den Verkäufer im Kundengespräch. Gerade wenn wir als Verkäufer von unserem Produkt überzeugt sind, dann wollen wir natürlich auch andere davon begeistern. Und deshalb reden wir viel darüber, viel über unser Produkt. Wir erzählen dem anderen alles über die Vorteile, die Benefits, den Kundennutzen, die Testimonials und was weiß ich nicht alles. Warum? Na, weil wir unser Produkt so toll finden. Klar, wir wollen es natürlich auch verkaufen, aber seien wir ehrlich, auch weil wir gerne reden. Als Verkäufer gehören wir ja normalerweise nicht gerade zu den extrem introvertierten Menschen. Seien wir ehrlich, wir hören uns auch einfach gerne beim Reden zu. Wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Ich rede gerne und ich rede auch gerne viel beim Kunden. Aber es ist grundverkehrt. Es ist grundverkehrt, beim Kundengespräch zu viel zu reden.
Man sollte deutlich mehr zuhören als selbst sprechen, Fragen stellen. Aber um wirklich den anderen zu verstehen und seine Lage, seine spezielle Situation und seine Herausforderung wirklich analysieren zu können und ihm so dann auch den auf ihn zugeschnittenen Nutzen des Produkts klar machen zu können, ja, dazu muss ich zuhören. Viel zuhören. Übrigens wirst du vom Kunden auch viel eher als vertrauenswürdig und wertschätzend wahrgenommen, wenn du ein guter Zuhörer bist. Niemand mag den Verkäufer, der nicht zu stoppen ist und einem einfach nur das Ohr abkauen will. Wir wollen beim Kunden ja Vertrauen aufbauen. Und das funktioniert nur, wenn wir weniger reden und mehr zuhören. Denn nur dadurch wird es gelingen, den Kunden zu einer dann hoffentlich positiven Kaufentscheidung zu bewegen. Also denk dran, wenn du das nächste Mal mit einem Kunden zusammen bist, es gibt einen guten Grund, warum es Kundengespräch heißt und nicht Verkäufergespräch. Viel Erfolg. Hi, ich bin Felix Tönnesen, Erfolgscoach, Unternehmer, Bestsellerautor und hoffentlich natürlich auch, wenn ich jetzt schon hier bin, guter Verkäufer. Was ist das größte Learning, was ich aus meinen vergangenen 15 Jahren Unternehmertum lernen durfte, was das Thema Verkaufen, Vertrieb oder den direkten Verkauf von Produkten angeht? Ich glaube, das größte Learning, was ich gemacht habe, war, einen Mindset-Wechsel durchzuführen, dass ich nicht als Verkäufer versuche, aus meiner Sicht meine Produkte, meine Dienstleistungen, Leistungen sozusagen an den Mann zu bringen, sondern vielmehr ein Gespür dafür zu entwickeln, was das ist, was der Kunde, derjenige, mit dem ich gerade spreche, wirklich braucht. Also ein tiefes Verständnis für die Kundenbedürfnisse zu ermitteln und mit gezielten Fragen den wirklich tiefgehenden Grund oder das wirklich tiefgehende Bedürfnis bei dem jeweiligen Kunden zu ermitteln. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich am Anfang meiner eigenen Selbstständigkeit immer versucht habe, Beratung zu verkaufen. Irgendwann habe ich einen Switch gemacht von dieser Dienstleistung zu einem realen Produkt und habe gesagt, ich verkaufe Businesspläne, die greifbarer sind. Das hat schon zu einer gewissen Verbesserung geführt. Aber letztendlich war sowohl das Produkt als auch der Service nur ein Teil oder nur ein Schritt auf dem Weg zur wirklichen Lösung. Und die wirkliche Lösung hieß, dass mein Kunde sowohl die Beratung als auch den Businessplan braucht, um einen Kredit, eine Finanzierung für das Unternehmen, für das Startup oder was auch immer zu bekommen. Das heißt, das eigentlich tiefgehende Bedürfnis meines Kunden war nicht Beratung, war nicht ein Businessplan, sondern war eine Finanzierung zu bekommen. Und dann habe ich daraufhin meine komplette Kommunikation geändert und umgestellt und auf den Punkt geändert, hey, du brauchst Geld für dein Startup, für dein Unternehmen, ich besorge dir genau das Geld. Und das hat mich vertrieblich und verkäuferisch richtig nach vorne gebracht. Also meine Empfehlung, Kundenbedürfnisse wirklich tiefgehend zu analysieren und genau rausfinden, was der Kunde will. Dann klappt's auch mit dem Verkaufen. Moin ihr Lieben, danke, dass ich hier einen kleinen Teil dazu beitragen darf. Ich habe über die letzten 10 Jahre verschiedenste Sachen ausprobiert mit meinem Label Inferno Ragazzi. Natürlich auch direkt Vertrieb mit einer Vertriebsagentur oder einen eigenen Store. Und wir haben für uns entschieden, dass der Weg über eine Vertriebsagentur in den Wholesale als kleine Brand einfach nicht das Richtige ist, da so krass geringe Margen bei uns hängen bleiben und wir immer die Idee hatten, ein super exklusives, limitiertes Label zu sein und uns unsere Wholesale-Plätze einfach selber aussuchen wollen, dass da die Margen, die nachher hängen bleiben und der ganze Hustle, der damit dran hängt, heißt Kundenbetreuung, Angaben, Zulieferungen, Fines, also irgendwelche Penalties, die man dann bekommt, weil man irgendwie einen Tag zu spät anliefert oder weil der Karton 10 cm zu groß ist, haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir da einfach keinen Bock drauf haben und als kleine Brand lieber unseren eigenen Weg gehen, heißt unseren eigenen Online-Shop richtig geil strukturieren, aufbauen und aber auch unseren eigenen Store in den Fokus stellen und das auch die
Expansionsideen sind dann. Also wenn man nochmal wachsen will, dann mit eigenen Shops, wo man auch einfach direkt am Kunden ist, die Marke perfekt verkaufen kann, weil man einfach wirklich dahinter steht zu 1000% und somit genau immer das Zepter in der Hand hat. Aber ich bin gespannt auf die anderen Geschichten und freue mich, Teil davon zu sein. Sauber, ciao. Gerne bin auch ich dabei und steuere hier meine größten Learnings aus dem Vertrieb bei. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Mehr über mich findest du unter www.ihre-kundenbrille.de oder in meinem Blickwinkel-Kunde-Podcast, den du überall dort findest, wo es Podcasts gibt. Gerne verrate ich dir nun meine zwei größten Erkenntnisse aus dem Vertrieb. Erstens, fehlender Zusammenarbeitswille der anderen Abteilung mit der Vertriebsmannschaft. Nach einem meiner Vorträge sprach mich Karin an und sagte zu mir, Oliver, hast du vielleicht eine Idee, was wir besser machen können? Ich arbeite bei uns im Marketing und wir haben total tolle Flyer erarbeitet, aber unser Vertrieb, der nutzt die nicht. Ich fragte natürlich, ja, warum denn nicht? Und ihre Antwort war, ja, die Leute aus dem Vertrieb sagen immer, wir Marketing hätten ja keine Ahnung vom Kunden. Ja, worauf ich natürlich gleich nachgebohrt habe und fragte, habt ihr denn mal vorher mit den Leuten gesprochen, bevor ihr praktisch mit der Entwicklung des neuen Flyers begonnen habt? Und da kam ihre Antwort, die ich leider schon öfter gehört habe, genau in dieser Art. Nee, wir sprechen generell nicht mit dem Vertrieb, weil die immer sagen, dass das doof ist, was wir tun. Tja, und genau da merkt man das Problem. Die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Abteilungen und Bereichen ist in vielen Unternehmen total gestört. Wie soll man denn gemeinsam an einem Strang ziehen, um dem Wettbewerb eine Nase voraus zu sein, wenn man noch nicht einmal miteinander spricht? Also, versuch alles in deiner Macht Stehende, um zu verstehen, was die anderen Kollegen in deinem Unternehmen den ganzen Tag tun. Nimm doch einfach mal zwei Kaffee, geh in ein Büro eines Kollegen in einer anderen Abteilung, in dem du noch nicht warst und sag, hallo, ich bin Oliver. Hallo, ich bin die Gabi. Hallo, ich bin der Klaus. Mich interessiert, was du hier so tust. Erklär es mir doch mal so, als wäre ich 5 Jahre alt. Und ich verspreche dir, das wirkt wahre Wunder. Meine zweite Erkenntnis aus vielen Kundenprojekten ist, dass viele Unternehmen sich im Vertrieb zu stark auf Neukunden fokussieren. Neukundenakquise ist wichtig, außer Frage, keine Diskussion. Aber was ist mit deinem Bestandskunden? Betreust du die wirklich richtig? Mit Herzblut? Mit Aktionen genauso wie deine Neukunden? Bekommen diese vielleicht sogar ein wenig Aufmerksamkeit von dir? Oder fokussierst du dich ausschließlich darauf, Neukunden zu akquirieren, weil die Bestandskunden ja sowieso nicht so lange bleiben? Oder oft nach der ersten Vertragslaufzeit kündigen? Seit nur 20 Jahren ist meine Leidenschaft, Unternehmen dabei zu helfen, aus ihren Kunden langfristige und vor allem profitable Stammkunden zu machen. Und oft gelingt dies mit wenigen kleinen Kniffen und ist nicht automatisch mit großen Investitionen verbunden, also keine Angst. Setz du doch einfach mal die Kundenbrille auf und durchdenk mal den gesamten Kundenlebenslauf deiner Kunden. Ich nenne das immer einfach Kundenbrille aufsetzen und los. Also, stelle doch mal Fragen wie die folgenden. Woher weiß der Kunde eigentlich, dass es dein Produkt gibt? Wie läuft der Kontakt mit dem Vertrieb? Wie ist die Atmosphäre dabei? Wie läuft der Verkauf genau ab? Wie ist die Nutzung deines Produkts oder deiner Dienstleistung aus Kundensicht? Was tust du, damit sich der Kunde wohlfühlt und auch an einer Fortsetzung der Geschäftsbeziehung interessiert ist? Kannst du eventuell Kundenbindungsmaßnahmen anderer, auch vollkommen branchenfremder Firmen, auch für dein Unternehmen anwenden? Das sind nur ein paar Anregungen. Wenn du dich mehr für das Thema profitable Kundenbeziehungen interessierst, dann hör doch einfach mal in meinen wöchentlichen Blickwinkel-Kunde-Podcast hinein. Ich sag mal, bis bald. Dein Oliver. Hallo aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und in meinem Talente-Podcast bekommst du genial simple Hacks für dich als Leader, die du sofort umsetzen willst, um die beste Version von dir selbst zu werden und damit die richtigen Menschen für dich zu begeistern. Ja, was sind meine größten Learnings zum Thema Vertrieb als Unternehmer? Ich muss da ja zugeben, mein größtes Learning überhaupt ist wahrscheinlich, dass Verkaufen super wichtig ist, um ein erfolgreiches Business aufzubauen. Ich komme ja so aus der Tech- und Startup-Welt und ja, dieses Problem, das haben tatsächlich viele Startups, ne? Gerade so die ganzen Tech-Unternehmen, die bauen fancy Produkte, das sind grandiose Techies und Engineers. Sie können das Produkt dann am Ende aber nicht verkaufen. Das Problem haben insbesondere deutsche Startups, das können die Amis besser.
Aber gerade wir bekommen es oft nicht gut hin, die Problemlösung für den Kunden vernünftig zu kommunizieren. Wir kriegen es oft nicht hin, ein Verlangen bei der Zielgruppe nach unserem Produkt zu wecken. Und das musste ich auch erst auf die harte Tour lernen. Und ja, dabei ist es am Ende ja eigentlich super einfach, sich so ein Repertoire an Standard-Sales-Mechaniken anzueignen, die sich dann immer wieder anwenden lassen, eigentlich ganz egal, welches Produkt du verkaufen willst. Und mein Learning Nummer 2 ist, dass man sich eine Funnel-Denke aneignen sollte und diesen Funnel, den man auf sein Produkt draufsetzt, aus Kundensicht vom Ende her durchspielen und durchdenken muss. Also, was steht ganz am Ende deines Funnels? Was soll zum Beispiel der Kunde kaufen? Welches Produkt soll er kaufen? Welche Problemlösung steht da ganz am Ende? Und dann, wenn du das weißt, dann kannst du jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Conversion-Schritt in deinem Funnel rückwärts gehen bis zur aktuellen Situation deines Kunden. Und dann weißt du ganz genau, welche Schritte zu tun sind, wie du den Kunden in den Funnel hereinbekommst und wie du die Conversion Rates der einzelnen Schritte in deinem Funnel erhöhst. Ja, wenn dich sowas generell interessiert, dann schau doch gerne mal bei mir vorbei auf talente.co oder suche einfach jetzt in deiner Podcast-App nach Talente. Dort wirst du dann auch meinen Podcast finden. Und dann sage ich liebe Grüße, dein Michael Assauer. Hallo, mein Name ist Philipp Baumgärtel. Ich bin der Gründer von CherryDeck. CherryDeck ist eine globale Marketingplattform für Kreative. Das heißt, wir helfen Kreativen dabei, sich besser im Web zu vermarkten und mehr Kundenkontakte herzustellen. Dabei sprechen wir auch immer Brands an, die mit Kreativen gerne zusammenarbeiten möchten für verschiedene Dinge, zum Beispiel für Werbekampagnen oder Produktshootings oder andere Marketing-Content-Themen. Und dabei ist mir eine Sache ganz zentral aufgefallen. In der Phase, in der man den Kunden zum ersten Mal anspricht, sind wir anfangs stark auf Volumen gegangen, weil wir dachten, es ist ein statistisches Spiel. Ist es natürlich am Ende auch, aber was viel wichtiger ist, und damit haben wir jetzt auch deutlich mehr Erfolg, ist, die Kunden im ersten Moment direkt mit einem Vorschlag für ein echtes Problem, was sie haben, zu konfrontieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel merken, dass ein Kunde keinen guten Instagram-Content hat, eine Brand, stellen wir im Prinzip direkt einen Lösungsvorschlag vor, wenn wir sie zum ersten Mal angehen. Oder wenn wir sehen, dass ein Kunde zum Beispiel neue Locations eröffnet, stellen wir ihnen direkt Möglichkeiten vor, wie sie lokalen Content sourcen können, um ihre Zielgruppe in einer speziellen Stadt zum Beispiel stadtspezifisch oder geomarketing-spezifisch auf ein neues Produkt aufmerksam zu machen. Das ist eines der größten Learnings, also ganz spezifisch auf ein Problem eines Kunden einzugehen, wenn man den ersten Pitch macht, denn so ist die Quote, mit der wir zu ersten tieferen Gesprächen mit Kunden kommen, die sich für unsere Lösung interessieren, deutlich höher, als wenn man die Kunden mit einem Standard-Pitch anspricht. Mein Name ist Regina Volz. Ich bin Gründerin und Inhaberin der Volz Personalberatung in Köln. Wenn du auf der Suche bist nach Experten oder Führungskräften für dein Unternehmen, dann sind wir der richtige Ansprechpartner an deiner Seite. Mein größtes Learning im Vertrieb ist natürlich das Rekruten der Talente für unsere Kunden. Als Arbeitgeber und Headhunter verkaufen wir in alle Richtungen. Wir verkaufen uns als Headhunter dem Unternehmen und dem Bewerber. Dem Bewerber verkaufen wir das Unternehmen und dem Unternehmen verkaufen wir den Bewerber. Du siehst, das ist eine Herausforderung in Bezug auf Vertrieb in alle Richtungen. Was ich ganz besonders dabei gelernt habe, du verkaufst dich immer. Auch in dem Moment, wenn du gar nicht daran denkst. Du verkaufst mit deiner Haltung, mit deinem Auftreten und deiner Ausstrahlung. Denn Verkaufen geht viel über die persönliche Schiene, über Sympathie. Wenn dir jemand sympathisch ist, dann kaufst du viel, viel lieber von der Person. Oder wenn du dem Bewerber sympathisch bist, dann arbeitet er viel lieber in deinem Unternehmen. Denn wir hassen es, etwas verkauft zu bekommen und wir lieben es, etwas zu kaufen.
Und in dem Zusammenhang habe ich auch noch einen Tipp und habe ich auch gelernt in der Vergangenheit, habe immer einen guten Pitch in der Tasche. Das heißt, mach dich interessant für dein Gegenüber. Mach dich so interessant, dass er neugierig auf dich wird, auf deine Produkte wird, auf deine Dienstleistung wird und gar nicht das Gefühl hat, dass du etwas verkaufen willst, sondern Spaß daran hat, bei dir zu kaufen, dass er neugierig auf dich geworden ist, neugierig auf dich und deine Produkte. Dann macht Verkaufen und Kaufen auch Spaß. Ja, das waren also die 8 Learnings aus und für den Vertrieb. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Also wenn du nur einen Nugget mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann hat sich das Ganze doch schon wieder gelohnt. Meine Empfehlung wäre jetzt, gerade wenn wir über das Thema Zuhören und Fragen sprechen, da habe ich ja meine ganz spezielle Folge gemacht mit einer speziellen Fragetechnik im Vertrieb. Da geht es um das Thema Spin-Selling im Vertrieb. Und diese Folge würde ich dir jetzt, das ist die Episode 209 im Vertriebsfunk-Podcast. Ich empfehle immer einfach mal Spin-Selling und Vertriebsfunk bei Google eingeben, dann findest du die Folgen immer relativ schnell. Weil zum Beispiel bei Apple sind ja nur die letzten 100 Folgen tatsächlich sichtbar. Aber da werde ich mir auch nochmal was für dich überlegen, wie du die ganzen Sachen einfacher für dich finden kannst, auch nach Themen geordnet. Da sind wir noch ein bisschen dran am Arbeiten. Ja, das war die Folge vom Vertriebsfunk für dich. Wenn dir das Ganze gefällt, wenn du was mitnehmen kannst, wovon ich jetzt mal stark ausgehe, würde ich mich super freuen, wenn du mir eine Rezension bei iTunes gibst, wenn du das Ganze über iTunes hörst. Nach meinen Statistiken geht das Ganze immer stärker Richtung Spotify. Aber wenn du bei iTunes hörst oder einen iTunes-Account hast, einen Apple-Account hast, würde ich mich sehr über eine iTunes-Rezension freuen. Das ist immer noch so ein bisschen die Werbung. Ansonsten, wenn du mehr von mir hören willst, gerne bei Facebook schauen oder bei LinkedIn. Es gibt bei Facebook auch eine Gruppe Mehr Umsatz und sicheres Wachstum. Da gibt es immer noch mal eine Menge individuellen Input. Da kannst du mir direkt Fragen stellen. Also da vielleicht mal reinschauen. Ja, ansonsten Spin-Selling kurz erklärt, Folge 209. Mal reinhören, wenn du bei dem Thema tiefer einsteigen willst. Ja. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du mein Hörer bist. Vielen Dank, dass du mir zuhörst und dabei bleibst. Mindestens bis zum nächsten Mal und bis dahin, gib alles, dein Christopher Funk. Tschüss. Die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com